Ja, willkommen hier auf dem dritten Fest der Kulturen in Kerpen. Veranstalten wir jetzt zum dritten Mal, immer am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, Tag der offenen Moschee. Und wir haben wie immer ein schönes, buntes Programm hier zusammengekriegt mit schönen Infotischen von allen möglichen Vereinen, die AWO, verschiedene Moscheevereine, Kirchenverbände. Und ja, dazu ein ganz buntes Bühnenprogramm für jedes Alter geeignet. Es gibt hier in Kerpen 118 verschiedene Nationen, 117 davon sind eingewandert und wir wollen also diese Vielfalt hier in Kerpen zum einen feiern, zum anderen präsentieren. Man soll aufeinander zugehen, miteinander sprechen, zusammen essen, zusammen lachen, tanzen, singen und so weiter. Und das ist eben eine schöne Sache. DMTV. Von uns für Sie.